Wenn Markus Hörner das Saatbett für den Mais vorbereitet, schweifen seine Gedanken wie so oft ab zu den geplanten Flutpoldern. Genau hier zwischen seinem Heimatdorf Geisling und dem Donaudamm würde im Katastrophenfall meterhoch das Wasser stehen. Uns ärgert einfach, dass wir hier den Kopf dafür hinhalten sollen, dass man flussabwärts immer Verantwortungslose in Hochwasserrisikogebiete reinbauen möchte. Hörners Berufskollege Heinrich Weigel fürchtet sogar um den Bestand seines Betriebs, wenn Dämme für Flutpolder gebaut werden, also für riesige Überlaufbecken in der Agrarlandschaft. Also wenn der Damm hier durch meine besten Felder gebaut würde, das ist für mich eine und vor allem für meine Nachfolger eine Existenzbedrohung, weil das sind unsere besten Felder. Und darum geht's. Wenn das Wasser höher steigt als der übliche Schutz gegen ein 100-jährliches Hochwasser, sollen Polder entlang der Donau dem Hochwasserscheitel die Spitze nehmen. Zwei Flutpolder sind flussabwärts von Regensburg geplant. Unterhalb wäre das Hochwasser dann ein paar Handbreit niedriger. Eine gute Sache, findet der Chef des Wasserwirtschaftsamtes Regensburg. Mit 30 Millionen Kubikmeter, das würden unsere beiden Polder hier fassen, kann man den Hochwasserscheitel um mehrere Dezimeter senken. Und es wird reichen, dass die Deiche nicht mehr überlaufen. Die Landwirte sehen das ganz anders. Sie beschäftigen sich seit 15 Jahren mit dem Thema Polder und ärgern sich. Wenn wir hören, dass der in Passau null Auswirkung hat, dass in Osterhofen vielleicht die Hochwasserstände um 3 cm gesenkt werden und in Deckendorf um 12 im besten Fall. Wir wissen nicht, wem da geholfen sein soll, außer die Politiker, die sagen können, wir haben was da. Die Flächen hier gehören mit 88 Bonitätspunkten zu den besten Böden Bayerns. Ideal für den Anbau von Zuckerrüben, Kartoffeln, Weizen, Mais. Die Bodenpreise hier haben sich in den letzten 10 Jahren fast vervierfacht. Argument 1 der Bauern gegen die Polder, der Flächenverbrauch. Geschätzt 100 Hektar für Deiche, Hinterwege und Bauwerke. Es gibt ohnehin nichts mehr zu kaufen oder pachten, denn die Situation verschärft sich ohnehin über die Siedlungsentwicklung, Straßenbau und ganz konkret bei uns, der Kiesabbau frisst täglich Flächen weg. Der Wasserwirtschaftler dagegen sieht beim Thema Bodenknappheit nicht das große Problem. Es gibt trotzdem einen Grundstücksmarkt und auf den würden wir uns begeben und würden die Flächen, die eben doch verkauft werden würden, erwerben und dann den Landwirten wieder zurückgeben, die Flächen an uns abgeben mussten. Markus Hörner führt ein zweites Argument an. Die Landwirte bauen Lebensmittel an, wie hier zum Beispiel Zuckerrüben. Und da werden die Standards in Sachen Rückstände immer höher. Wenn in einem Hochwasserfall geflutet wird, dann ist ja das Wasser möglicherweise durch den Regensburger Ölhafen, durch die Chemie in Kelheim geflossen. Wir wissen nicht, welches Schmutzwasser hier dann auf unseren Äcken geparkt wird. Auch hier hat der Wasserwirtschaftsamtsleiter ein Gegenargument parat. Die erste Frage ist ja erstmal, wie kommt überhaupt Öl oder Chemikalien in das Hochwasser? Doch dadurch, dass Hochwasser vorher Siedlungsgebiete, Gewerbegebiete überschwemmt hat und sich da eben kontaminiert hat. Das ist ja genau der Witz des Flutpolderkonzeptes, dass das eben zukünftig nicht mehr passiert, weil an der Donau und den anderen Flüssen Flutpolder genau diese Überflutungen zukünftig verhindern sollen. Der Landwirt und der Wasserwirtschaftler kennen und schätzen sich menschlich, als faire Gegner. Inhaltlich aber werden sie sich nicht einig. Argument 3 von Markus Hörner: Er befürchtet eine Enteignung durch die Hintertür, wenn nervöse Politiker die Flutpolder nicht nur bei großen 100-jährlichen, sondern auch schon bei kleineren Hochwasserereignissen fluten lassen würden. Dann habe ich die Befürchtung, dass diese Flächen noch nicht nach der ersten, vielleicht nach der zweiten oder dritten Flutung erklärt wird, dass diese Flächen einfach für intensiven Ackerbau nicht mehr zur Verfügung stehen. Diese Gefahr besteht nicht, sagt der Fachmann. Flutpolder sind ja genau dann voll einsatzfähig, wenn sie leer sind, bis die extreme Hochwasserspitze kommt. Das heißt, man würde widersinnig handeln, wenn man die immer wieder mal fluten würde. Derzeit berechnet das Landesamt für Umwelt die genauen Auswirkungen von Flutpoldern für die Unterlieger. Der nächste Schritt wäre ein Raumordnungsverfahren, falls die Politik ja zu den Poldern sagt. Der Wasserbauer hält sie für alternativlos. Weil gesteuerte Flutpolder von den vielen Methoden, die es gibt, Hochwasserrückhalt zu betreiben, die allereffektivste ist. Denn
Flutpolder sind spitzenwirksam. Das heißt, dass man mit dem einen Kubikmeter Retentionsraum in einem Flutpolder 4- bis 5-mal so viel Effekt erzielen kann wie beim normalen Überschwemmungsgebiet. Die Bauern glauben nichts davon, fürchten sogar belogen zu werden. Sie haben beim Bau der Staustufe Geisling vor über 30 Jahren erlebt, dass erst behauptet wurde, die Staustufe habe keinen Einfluss aufs Grundwasser. Es kam anders. Im Frühjahr wollten wir dann unsere Felder bestellen und düngen. Und da haben wir gleich eine böse Überraschung erlebt. Da sind wir praktisch mit den Schleppern richtig untergegangen, weil die Grundwasserstände außerhalb der Stauhaltung so angestiegen sind, dass der Boden nicht mehr tragfähig war. Das Problem wurde mittlerweile mit Pumpwerken gelöst. Aber die Bauern glauben vorsichtshalber nichts mehr. Im Gegenteil. Sie haben Angst, dass die Wasserbauer auch beim Polderbau die Natur nicht in den Griff bekommen. Etwa 100 Landwirte wären von den 2 geplanten Poldern im Raum Regensburg betroffen. Sie fordern, dass die dafür geplanten 150 bis 250 Millionen Euro anders investiert werden. Also unserer Meinung nach wäre das Geld besser verwendet, wenn man in Niederbayern die Dämme ertüchtigt und vielleicht ein bisschen höher macht und in Passau mobilen Hochwasserschutz macht, dann wäre den Leuten dort mehr geholfen und uns wäre auch geholfen, weil keine neuen Schäden entstehen würden bei uns. Am Ende muss die Politik über den Schutz vor einem 100-jährlichen Hochwasser entscheiden. Das letzte war 1842. Wir freuen uns über ein Abo unseres Channels, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und noch vieles mehr.